Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 Online. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Auf geht's. Vermutlich zur ersten Prüfung jetzt. Ah, du bist wieder da. Ich will dich nicht mit langatmigen Erklärungen aufhalten, deswegen fasse ich mich kurz. Ich spürte einen plötzlichen Anstieg im Umgebungsäther und machte mich sofort auf den Weg zurück zum Dorf. Aber da waren schon so viele der Yokai verletzt. Gerade haben wir uns aufgeteilt und helfen, wo wir können. Denn zusätzliches paar fähige Hände können wir auch ausgesettet gebrauchen. Du kannst den Walker Somor auch mit... Ja. Alfinur ist bereit, den verletzten Yokoi zu helfen. Bestimmt bist du furchtbar müde. Immerhin hast du den ganzen Abstieg von Walker Somor hinter dir. Aber wir müssen uns dringend um die verletzten Yokoi kümmern und benötigen deine Hilfe. Falls du jemanden findest, der gar nicht mehr bei Bewusstsein ist, ruf mich bitte sofort. Gut, beeilen wir uns. Wenn wir das Dorf einmal durchkämmt haben, treffen wir uns wieder hier. Auf geht's. Du bist der Abenteurer von jenseits der See. Mit den einen Wimpernschlags wurde alles gleißend rot. Und dann fühlte es sich an, als stünde mein ganzer Körper in Flammen. Ich konnte mich auch nicht mehr bewegen. Was ist nur passiert? Was ist hier passiert? Badadam. Alles wird gut. Nur noch ein bisschen Geduld, dann kannst du wieder stehen. Da-da-dam. Oh, mir schien, als schmelze mir die Haut von den Knochen. Und jetzt brennt jede Berührung wie flüssiges Feuer. Aber noch steckt genug Kraft in diesem Körper. Also, kümmere dich bitte erst um jene, die dringender Hilfe brauchen. Badadam. 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 Dadadam. Ugh, ich habe keine schlimmen Verletzungen, aber dieser Durst. Meine Kehle ist staubtrocken. Es wäre jeder Tropfen Wasser in mir verdunstet. Scheint, als wären für den Moment alle versorgt. Ich hoffe, bei dir war auch niemand schwer verletzt oder bewusstlos. Ach, das ist beruhigend zu hören. Wir haben alle verwundeten Yokoi versorgt, die wir gefunden haben. Die meisten von ihnen trugen schwere Verbrennungen davon. Wie konnte das nur passieren? Das kann ich mir auch nicht recht erklären. Ich war noch am Fuße des Walker Somor, um mich mit den Yokoi zu kümmern, der von diesem geflügelten Biest angegriffen wurde. Da spürte ich plötzlich eine massive Ätherwelle aus Wallas Echo. Doch als ich zum Dorf zurückkam, war das Unglück bereits geschehen. Ich fing sofort an zu helfen und erzählte mir die Verletzten, dass das Waliger Mandas Siegel gebrochen worden sei. Daraufhin habe ich euch natürlich sofort kontaktiert. Verstehe, dann sollten wir zusehen, dass wir uns ein klareres Bild der Lage verschaffen. Gehen wir zu Kariosa, dem Huldvollen. Dort erfahren wir hoffentlich mehr. Der Wächter lässt uns sicherlich rein. Ich hoffe immer noch, dass es eine Art Missverständnis sein könnte, auch wenn ich diese Hoffnung angesichts des Zustands des Dorfs wohl nun beerdigen muss. Und ich meinte noch, dass das Siegel noch einige Jahre halten würde. Wie konnte es nur so plötzlich brechen? Hohepriester Gofolor sollte auch hier sein. Vielleicht konnte er schon etwas in Erfahrung bringen. Wie kann das so plötzlich passiert sein? Im Schrein finden wir bestimmt mehr darüber heraus, was passiert ist. Hohepriester Gofolo erwartet euch bereits. Tretet ein.
Das kann doch nicht sein! Das Siegel ist wahrhaftig gebrochen. Suamorvor, berichte, was geschehen ist. Vor einer Weile suchte uns einer der Thronanwärter auf. Mit wem habe ich die Ehre? Ah, ein Anwärter auf den Dämmerthron. Oho, das ist also Valigamanda. Ganz recht. In unserer Geschichte geschah es immer wieder, dass der Tural Vidral erweckt und als geflügelte Geißel gefürchtet wurde. Niedlich, das Tierchen. Und es hat brav geschlafen, bis es uns hier und heute nützlich sein kann. Was soll das bedeuten? So ist das also. Man ließ seine Eismagie freien Lauf, damit er sich selbst einfriert. Gulul Jaja ist wirklich klug. Dieses Siegel zu brechen wird nicht einfach. Es braucht zwei Zauberwirker, die gleichzeitig Feuermagie kanalisieren, damit einerseits das Eis schmilzt und andererseits die Seele des schlafenden Valigamanda neu entzündet wird. Dazu muss man miteinander in perfekter Harmonie sein. Ein Meisterstück, das wohl nur die Krone des Mutes und die Krone der Weisheit zustande bringen können. Und natürlich wir beide. Nein, halt! Oh je, da ist es schon passiert. Aufgewacht! Dein Nickerchen ist nun vorbei! Das war zu viel des Guten. Warum hast du das getan? Weil wir der König von Tuliolal werden. Und deswegen entfesselst du eine Katastrophe? Ist dir bewusst, wie viele Leute ihr Leben lassen werden? Jetzt tobe und wüte, kleiner Tural Vidral! Ich habe bereits einen Boten nach Tuliolal entsandt. Sie werden uns ganz bestimmt eine Einheit der Landsgarde schicken, auch wenn ich nicht sagen kann, wann diese hier eintreffen wird. Dieser verdammte Bakul Jaja. Damit ist er endgültig zu weit gegangen. Und was jetzt?
Wenn wir nichts tun, wird Valigamanda wieder unzählige Leben fordern, wie damals schon. Was für eine Königin wäre ich, wenn ich ihn gewähren ließe? Wie sollte ich Fontaine und allen anderen, die so fest an mich glauben, je wieder in die Augen blicken können? Nein, ich werde Valigamanda aufhalten. Aber wir sehen uns einem Feind gegenüber, den selbst mein Vater nicht besiegen konnte. Also werde ich es alleine kaum schaffen. Ihr habt mir versprochen, mich bei dem Ritus zu unterstützen. Und das hier ist definitiv nicht Teil einer Prüfung. Und trotz allem will ich euch innig um Hilfe bitten. Stellen wir uns Valigamanda! Gemeinsam! Der Frieden in Okupacha darf nicht zerbrechen! Endlich ein ordentlicher Kampf. Das versteht sich doch von selbst. Richtig. Eine Freundin in Not lässt man doch nicht im Stich. Eine Freundin? Jetzt komme ich mir albern vor. Ich hätte gleich wissen müssen, dass ihr mir den Rücken stärkt. Allein zu wissen, dass ihr mir zur Seite steht, gibt mir schon Kraft. Und wie sieht es mit uns aus? Sofern wir vorhaben, uns auf den Ritus zu konzentrieren, sollten wir wohl weiterziehen. Jetzt zieht ihr mal weiter und verliert. Wenn ihr wüsstet... Wenn wir uns Valigamanda stellen wollen, müssen wir ihn zuallererst einmal finden. Und niemandem vertraue ich in dieser Hinsicht mehr als meinem Busenfreund, dem guten Ehrenwill. Warnen wir schnellstens die Pelu-Pelu. Möglicherweise müssen wir alle aus Urkopacha fliehen. Weil wir haben ja mit dem König gesprochen. Der hat uns ja auch schon gesagt, dass das ganze Spiel hier eigentlich irrelevant ist. Wenn er am Ende sagt, keiner von ihnen ist würdig, dann kommt keiner auf den Thron. Ende. Selbst wenn du alles erfüllt hast, kommst du nicht auf den Thron. Wenn der König sagt, nö, bist nicht würdig, dann bleibe ich halt. Das hat er alles schon erzählt. Und dass die jetzt einfach weitergehen, das ist ein dicker, fetter Minuspunkt. Was soll nur aus Todiolal werden, wenn der nächste König tatsächlich Bakul Tajar wird? Der Kandidat, der unsagbares Unheil über sein eigenes Land gebracht hat. Dieser verdammte Doppeldummkopf. Und so einer nennt sich geweiht. Zwei Zauberwirker, die ihre Feuermagie zum exakt selben Moment entfesseln. So etwas kann nur ein Zwillingskopf zustande bringen. Als ich zugestimmt habe, euer Reiseführer zu sein, war von einem Unterfangen wie Valigamanda nie die Rede. Aber stimmt schon, wir können die in Tural Vidral nicht einfach ziehen lassen. Ich bin so müde, das wird so lustig gleich, die Prüfung. Ehrenwill, du hast doch sicher eine Idee, wie man Valigamanda auch spüren kann. Die zuverlässigste Methode wäre es, Leute nach Sichtung zu befragen und diese dann mit der Topografie und anderen einzigartigen Merkmalen des Landes abzugleichen, aber das ist eine recht langwierige Angelegenheit. Mir fällt auch eine wesentlich schnellere Alternative ein, aber ich weiß nicht, wie gut sie funktionieren wird. Valigamanda ist als Tural Vidral ein außergewöhnliches Wesen, das mit uns kaum vergleichbar ist, aber eben nur kaum. Er ist trotz allem noch ein Lebewesen wie wir alle. Damit will ich sagen, dass auch sein Körperäther innewohnt und damit eine ganz bestimmte Balance vorherrschen muss. Und mit der könnte uns dieser kleine Freund hier helfen.
Was ist das denn für ein Ding, Ehrenwill? Steck das Spielzeug wieder weg und mach ernst. Das ist kein Spielzeug, wuklammert, sondern eine magische Marionette, die Ätherspuren detektiert. Sie gehört zur Ausrüstung eines jeden Klauwers, der sich auf lebendige Kreaturen spezialisiert. Oh, ach so, das klingt dann nützlich. Er hier kann Lebewesen mit spezifischen Aspekten ausfindig machen und jeweiliger Mandas Fall wären das gleich drei, Feuer, Eis und Blitz. Nun stellt sich die Frage, auf welchen Aspekt wir ihn ansetzen sollen. Oder auch nicht. In Wallas Echo trugen alle Yokoi Verbrennung davon. Wir können uns nahezu sicher sein, dass seine Ätherbalance im Moment stark gen Feuer neigt. Um den in Eis eingeschlossenen Waliger Manda zu wecken, hat Bakul Jaja also vermutlich einfach seinen Feueraspekt angeregt. Gut, dann lassen wir unsere Marionette nach Feueräther suchen. Allerdings ist auch mein kleiner Freund keine Wunderlösung. Er wird auf jedes Lebewesen reagieren, das dementsprechend aspektiert ist. Also haben wir eine genaue Methode, die viel Zeit in Anspruch nehmen wird, und eine unpräzise Methode, die es mit etwas Glück weitaus schneller zum Ziel führen wird. Am effizientesten wäre es, uns beide zunutze zu machen. Stimmt, solange der eine funktioniert, kommen wir ans Ziel. Dann würde ich dich bitten, mich zu begleiten. Die Marionette wird auf jedes Wesen mit Feuer aspektierten Äther anschlagen. Da hätte ich gerne schlagkräftige Begleitung bei mir. Dann bleiben wir hier und befragen die Yokoi, was sie von Waliger Manda gesehen haben. Je mehr Augenzeugen wir finden, desto genau wissen wir, wohin er geflogen sein könnte. Wenn ihr nichts dagegen habt, werde ich hier im Dorf bleiben und mich weiterhin um die Verletzten kümmern. Es schwebt zwar niemand in konkreter Lebensgefahr, aber die Wunden stammen dennoch von Waliger Manda. Ich möchte sie mindestens im Auge behalten, damit wir nicht von noch mehr bösen Überraschungen überrumpelt werden. Gut, Sir. Gut, so machen wir es. Dann sollten wir beide schleunigst los. Und vielen lieben Dank, Leben, für 25 Monate. Jetzt wird es mir hier angezeigt. Ja. Vielen lieben Dank für 25 Monate, du Verrückter. Über 2 Jahre schon. Du verrückte Mongo. Ehrenwill bereitet seine Marionette darauf vor, Waliger Mann das Feuer nachzujagen. Also dann, suchen wir nach Feueräther. Am besten beginnen wir gleich vor dem Dorf. Da-da-dam. 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 So ein Feuerball, Junge. Nachdem wir das jetzt festgestellt haben, schließe ich Wallas Echo noch von der Suche aus. Dort gibt es nämlich noch zu viele Spuren, die unsere Marionette auf die falsche Fährte locken würden. Gut, wollen wir anfangen? Sobald du dich zum Aufbruch entscheidest, wird Ehrenwill dich begleiten. Der Äthersucher beginnt dann auf sein Ziel zuzulaufen. Begibt ihr zusammen mit Ehrenwill zu eurem Ziel, ohne zu weit hinter dem Äthersucher zurückzufallen. Wenn du von Ehrenwill getrennt wirst oder der Äthersucher aus den Augen verlierst, ja. Hopp, hopp. Beginne die Suche nach Spur mit dem Aspekt Feuer. Blieb. Ui, da läuft der Finger los. Warum bewegt er sich so nach oben, nach unten? Ja gut, das da vorne ist natürlich Feuer, aber das ist nicht das, was wir suchen. Blieb, 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 blieb. Starke Reaktion auf den Aspekt Feuer. Beende die Suche nach Spuren. Da hat er schon etwas gefunden. Das lockt unsere Marionette natürlich auf eine falsche Fährte. Würdest du dich darum kümmern? Ein Hexagon. Bam, bam. Bam, bam. So, let's go.
Da-da-dam. Da-da-dam. ...660, das könnte noch, Deidung auf jeden Fall nicht, aber... Ah, es ist Kappe, ne, und Rock, ja gut, das ist noch nicht so... ...so toll für uns. Wir müssen auch mal gucken, dass wir irgendwo unsere Elementarlehrer bekommen. Eieiei. 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 Sehr gut, vielen Dank. Auf ein neues, kleiner Freund, folge dem Feuer. Beginne die Suche nach Spur mit dem Aspekt Feuer. Bleep. Wir wissen alle, wo wir hingehen, ne? Hier nach rechts. Nach Narjorgorna, da werden wir hingehen. Bip, 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 bip. Starke Reaktion auf den Aspekt Feuer. Beende die Suche nach Spuren. Ein Prachtexemplar. Darf ich bitten? Ah, wenn es sein muss. Ich wäre gespannt, wie schnell wir nachher Spieler finden. So einer frühen Uhrzeit. Ich meine, wir haben jetzt 23,5 Stunden nach Release. Genau deswegen habe ich dich gebeten, mich zu begleiten. Saubere Arbeit, Potato. Dir kann auch wirklich gar nichts mehr etwas anhaben, oder? So, dritter Versuch. So langsam darfst du etwas Brauchbares finden, Freundchen. Beginne die Suche nach Spur mit dem Aspekt Feuer. Bleep. Und bisher sind es noch 4 Nebenquests, aber komme ich gleich nochmal 4 extra dazu, plus die 2 Windetag-Dinger. So, wir wissen ganz genau, wo wir hingehen. Ich weiß ganz genau, wo wir hingehen. Ah, oh, da vorne ist wieder ein Feuer. Wie seht ihr das? Ah, oh, wieder dahin gehen, oder? Ah, nee. Ah, nee. Glück gehabt. Da-da-da-da-da. Nein, natürlich kämpfen wir hier irgendwo hier. Blieb, 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 blieb. Starke Reaktion auf den Aspekt Feuer. Beende die Suche nach Spuren. Dieser Krater ist 80 Jahre alt, entstanden beim letzten Erwachen Valigamandas. Es überrascht mich, dass er von der Marionette als voll aspektierte Lebewesen wahrgenommen wird. Laut der Tuliolal-Sage wird das Feuer nie erlöschen, das Eis nie schmelzen und die Blitze nie versiegen, wenn Valigamanda außer Kontrolle gerät. Sie erzählt, wie sich der Dämmerkönig exakt das zunutze machte, um den Tural Vidral in seinem eigenen Eis zu versiegeln. Dieses Feuer hier ist kein natürliches, sondern beruht auf einer Art von Magie, schätze ich. Ein Zauber, der auch nach all der langen Zeit nicht erlischt. Die Sage ist in dieser Hinsicht also keine märchenhafte Dramatisierung, sondern absolut faktisch. Nachdem unsere Marionette den Äther eines Lebewesens in diesem Feuer erkennt, dürfte das die Spurensuche nach Valigamanda akkurater machen. Gib mir einen Moment, dass ich eine Probe in sie einspeisen kann. Gut, unser kleiner Freund hat die Probe analysiert. Jetzt sollte er weitaus gezielter nach Valigamandas Spur suchen können. Nur ärgert es mich jetzt, dass ich nicht gleich darauf gekommen bin, ihn den Äther eines solchen Kraters auswerten zu lassen, den genau neben Wallas Echo zum Beispiel. Ich hatte aber wirklich nicht erwartet, dass er einen Krater als Lebewesen wahrnehmen würde. Gut, hinterher ist man immer schlauer. Tut mir leid, dass ich dir so viele Extraarbeit aufgebürdet habe. Feder um Feder, Zahn um Zahn. Ehrenwill ist bereit, Valigamandas Spur weiter zu verfolgen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass unser kleiner Freund uns nur direkt zu Valigamanda führen wird. Mach dich nach einem auf die Suche, bitte. Beginne die Suche nach Spur mit dem Aspekt Feuer. Blieb, 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 blieb. Spur von Aether mit dem Aspekt Feuer der definierten Aether-Balance wurde gefunden. Nehme die Verfolgung auf. Ich muss halt sagen, der Launch war richtig gut, ne? Also, da kann sich andere Unternehmen mal eine dicke, fette Scheibe von abschneiden. War alles problemlos. Warteschlangen waren schnell vorbei. Keine Serverprobleme, gar nichts. Und das nicht, weil es weniger Spieler wären. Laut Steam waren es genauso viele Spieler wie zur Endwalker-Launch. Also, gar kein Problem. Also das Versprechen hat Square Enix eingehalten. Sehr gut, er hat wieder auf Valigamandas Krater angeschlagen. Das bedeutet, dass die von mir vorgenommenen Einstellungen korrekt sind und er explizit nach dem Tural Vidral sucht. Jetzt sage ich ihm noch, dass er nur auf eine extrem hohe Konzentration anschlagen soll. Dann dürfte er die Krater ignorieren und uns direkt zu Valigamanda selbst führen. Blieb, blieb, die Äthermenge für die Suche wurde neu kalibriert. Beginne neue Suche nach Spuren mit dem Aspekt Feuer. Ja, so ein Unternehmen wie Blizzard kann sich da eine riesenfette Scheibe von abschneiden, ne? Der Launch hier war wirklich smooth. Also wirklich. Ich habe selten irgendein Spiel oder im Add-on-Release miterlebt, was so smooth lief. Also. Die Login-Server waren ganz am Anfang kurz überlastet. Ein paar Leute hatten Probleme, sich einzuloggen, aber das ging nach 3 Minuten wieder weg. Also. Das war schon echt spannend. Und auch absolut punktgenaue, atomuhrgenaue Freischaltung. Auch sehr schön. Und ich musste nicht was auf dieser neuen Server ausweichen, ne? Es ging einfach so. Wenn ich jetzt ausloggen wieder einlogge, ist die Warteschlange vermutlich wieder bei 20 oder so. Also man kommt super schnell auch wieder rein. Ich will es jetzt nicht ausprobieren, weil ich will es nicht schwall machen. Danach können wir es gerne ausprobieren, weil dann ist auch der Stream vorbei. Die Spur führt uns durch den Schlund des Unvergessens. Bleiben wir wachsam. Also doch hier drüben. Okay. Die Nebenquests müssen wir dann vermutlich beim nächsten Stream machen. Die machen wir gleich auch noch alle hier fertig, damit wir hier auch fliegen können. Damit wir hier auch die ganze Lore und das ganze Worldbuilding mitgenommen haben. Badadam. Beep, beep, beep. Gildor, das lieb. Hier ist die Spur wohl zu Ende. Ich frage mich, ob Valigamandas Äther sich ab hier geändert hat. Schließlich hat er Kontrolle über 3 verschiedene Attribute. In jedem Fall können wir uns sicher sein, dass er Richtung Wokor-Lador geflogen ist. Und ich meine auch zu wissen, wohin genau er will. Sagen wir den anderen Bescheid. Kommt jetzt doch mehr Synchro, nice. Beim Anfang des Spiels war echt wenig. Alfino unterstützt die Yokui dabei, sich in Sicherheit zu bringen. Und sollte sich jemand verletzen, kann er als Heiler sofort eingreifen. Und wo ist Valigamanda? Wokor-Lador. Dort hat die Erde verschiedenste Elementarkristalle hervorgebracht, die die Landschaft in allen Farben des Regenbogens erstrahlen lassen. Nach 80 Jahren Kälteschlaf muss Valigamanda ausgehungert sein. Ich glaube, dass es ihn auf der Suche nach Futter zu dem reichen Äther des Berges zieht. Und wenn er seine Ätherreserven erst regeneriert hat, dann müssen wir uns umso mehr beeilen. Halt! Ihr da!
Dieser Berg ist eine heilige Stätte der Yokhui. Er darf von niemandem betreten werden. Oh, das wussten wir nicht. Bitte entschuldigt. Aber wir glauben auch, dass der erweckte Valigamanda hier sein Unwesen treibt. Und wenn wir ihn nicht besiegen, dann wird es genauso sein wie vor 80 Jahren. So viele Leben dürfen wir nicht wieder verlieren. Bitte, würdet ihr uns passieren lassen? Auf keinen Fall. Ich halte es für ausgeschlossen, dass ihr alleine dazu imstande seid, Valigamanda zu besiegen. Ganz bestimmt wollt ihr dieses Chaos nur dazu nutzen, unsere heilige Stätte zu entweihen. Steigen ihre Chancen, wenn sie zusätzliche Verstärkung erhalten? Ah, gut so. Aber Kaisers, wir können die Trial jetzt mit NPCs machen? Das wäre super. Aber ich glaube nicht. Auf dem Grab meines Vaters stehen 7 Namen. 7 mutige Streiter, die sich gegen Valigamanda gestellt haben. Und jetzt stehen hier abermals 7 mutige Streiter. Stimmt, da fehlt ja eine Person jetzt. Ihr könntet 100 Streiter sein. Euch Schwächlinge macht das nicht stärker. Selbst unser großer Bruder ist gekommen. Das wäre so cool, wenn man das mit NPCs laufen könnte jetzt, ne? Weil das einfach storytechnisch so passen würde. Aber ich bin halt einfach dann dabei, vermutlich. Gegen meinen ausdrücklichen Rat sei am Rande vermerkt. Wir hätten uns einen wunderbaren Vorsprung erarbeiten können, während ihr euch mit Valigamanda ballt. Dieser Umweg wird mich den Sieg nicht kosten. Zumal ich gespannt auf den Tural Vidral bin, den selbst mein Vater nicht endgültig bezwingen konnte. Mit meinen beiden Brüderchen sind wir stark wie 100 Mann. Das bedeutet noch lange nicht, dass ich euch auch gewähren lasse. Nein, Soralja! Tu ihnen nichts! Weshalb? Sie selbst wollen ja nicht einmal ein Teil von Tuliolal sein. Damit verbindet uns nichts mit ihnen. Und wir haben ihnen gegenüber auch keinerlei Verpflichtungen. Das ist doch völlig egal. Auf Tural gibt es nur ein einziges Land. Tuliolal. Und in dem leben sie. Also verdient sie auch unseren Schutz. Wenn ihr ihnen etwas antun wollt, müsst ihr erst an mir vorbei. Jetzt beschäftigen sie sich gegenseitig und da heißt Laufpotato. Sie schützte uns vor dem Biest. Und auch jetzt dieselben Augen. Die Augen einer Wächterin. Ich schätze, wir sind ihr noch etwas schuldig, ja. Hiermit ist jegliche Schuld zwischen uns beglichen. Aber wisset eines, wir sind Tuliolal nicht hörig. Ich würde das sehr gerne mit euch besprechen, sobald wir den Ritus der Thronfolge hinter uns gebracht haben. Dein Name? Ich bin Vuklamat, die künftige Königin und Hüterin des Friedens von Tuliolal. Der war nicht besonders beeindruckt. Weißt du, an eine Sache glaube ich ganz fest. Wenn wir nur miteinander sprechen und einander zuhören, selbst wenn wir die unterschiedlichsten Meinungen und Standpunkte vertreten, dann finden wir irgendwann auch einen Weg zueinander. Da bin ich ganz deiner Meinung. Deswegen gebe ich sie auch nicht auf. Dann wünsche ich allseits viel Erfolg. Meine Wenigkeit wird hier der Rückkehr meines Königs harren.
Ich habe lange nicht gewusst, was eigentlich in dir vorgeht. Aber jetzt hast du Klarstellung bezogen und diese Krise vor den Ritus der Thronfolge gestellt. Ich hätte nichts anderes erwarten dürfen. Die Bewohner sind die Steine des Fundamentes, auf dem unser Land errichtet ist. Je mehr wir verlieren, desto schwächer wird Tulliolal. Und so findet selbst der kleinste Kiesel seinen Zweck. Hey, ihr beiden! Genug Gerede über den Ritus. Jetzt wird's ernst. Ich weiß zwar nicht genau, was ich mir unter einer lebenden Katastrophe vorstellen soll, aber zusammen schaffen wir das schon. Es wäre so schön, wenn es mit NPCs gehen würde. Aber es kommt schon wieder so ein Moment von wegen, oh nein, wir halten sie auf. Potato, lauf! Rufe deine Freunde. Dieser Kampf kann ausschließlich im Rahmen dieses Auftrags und des Inhalts mit deinen Freunden bestritten werden. Juhu! Let's go! Try mit NPCs. Yay! Ich mag es halt einfach mehr, weil es von der Story passt. Wir können aber mit allen sprechen, ne? Ich habe kein Interesse an Lehrerplauderei. Was geht nur in dir vor, Soralja? Es wärmt mir das Herz, endlich wieder Seite an Seite mit euch kämpfen zu dürfen. Das letzte Mal ist viel zu lange her, meinst du nicht auch? Keinen Moment lang habe ich daran geglaubt, dass sich Kona nicht um Valigamanda kümmern wird. Hoffentlich ist dies kein Hinterhalt von Soralja, denn in einem Kampf wie diesem werden wir alle unsere Aufmerksamkeit auf Valigamanda richten müssen. Wir sehen uns einen ordentlich mächtigen Gegner gegenüber, aber davon werde ich mich nicht einschüchtern lassen. Ich hoffe, alle Trials gehen so, ne? Ihr seid vom Brand des Universums zurückgekehrt. Da wird euch doch ein Tural Vidral nichts anhaben können, aber kommt mir bitte trotzdem allesamt heil zurück, ja? Wir werden schaffen, was selbst unserem Alterchen nicht gelungen ist. Wir werden Valigamanda besiegen. Also in den Patches meinetwegen nicht, da muss es nicht sein, aber in dem Hauptding 7.0 wäre es schon cool, wenn alle Trials mit NPCs gehen würden. Weil das ist ja auch diese Geschichte von den ganzen Leuten, die zusammenreisen, das sind genau 8 Stück, das passt ja perfekt, ne? Immer für die Trials. Uiuiuiui. Was für eine Gruppe. Der ist Reformator. Piktomantin, Viper, Kriegerin, Rotmagierin, Astrologe, Revolverklinge und Krieger. Ich denke zusammen mit Tancred. Hui. Let's go. Danke übrigens, Yoshi-P. Ich finde es halt inszenatorisch besser, wenn da die NPCs dabei stehen, wenn das die Gruppe der Freunde hier ist. In Extrem werde ich das Ding hier eh noch farmen müssen. Dann lernen und farmen müssen. Für die Reittiere. Let's go. Angstdance und let's go. Ein Wallboss, nice! Wurde noch gesagt, dass es keine Wallbosse mehr gibt, aber naja. War aber eine Lüge. Oder weniger Wallbosse. Es ist die Macht des Firmaments! Krallen oder was? Okay. Kennt man ja schon. Also drehen in die Mitte, wenn er sich über das Ding hebt. Nach hinten. Jetzt nach vorne oder was? Nee, nach hinten wieder.
Drachen zur Seite. Oh! Das war knapp. Ich bin knapp draußen gewesen. Er ist also Conal. Wieder in die Mitte. Mit Tankred zusammen Tankbuster. Nimm das! Was zur Hölle ist das? Oh. Hat sein Äther gewechselt, ne? Südosten. Oha. Jetzt müssen wir hier rüber, ne? Oh mein Gott, was ist das? Ah, ich hätte mich bewegen müssen, ne? Das war das. Okay. Ich hoffe, meine Freunde helfen mir. Okay, jetzt weiß ich, bewegen. Typisches Eisding halt. Hätte ich wissen können. Aber ich bin auch müde, das muss ich dazu sagen. Pentagramm aus Eis. Der Mann Line-AOIs, ja. Aus dem Weg! Nach Rauchwolke aus. Oha. Ja, jetzt muss man nach oben, ne? So wie wir das noch gerade sind. Oder ne, warte, ist das oben? Ne, das ist unten, was er macht. Die Federhagel ist dann oben, oder was? Trägt noch Blitze. Oh, Moment. Wir müssen nach unten. Okay. Das sind bei zwei Tanks rein. Wir müssen gepusht werden, ne? Ah. Oh, aber das ist knapp. Zum letzten Ding noch gehen. Demonstration.
Händen. Sehr gut, Orangé. Aber das Orangé, ich weiß es nicht. Oh, wir sind auf jeden Fall hier rüber. Mach dich bereit! Oh, er erhöht das Schaden. Mal an. Oh, jetzt bewegen auf jeden Fall. Bewegen, bewegen, bewegen. Wunderbar. Man sieht, ich kann auch dazu lernen. So toll, dass man das mit NPCs machen konnte. Wir haben es wirklich geschafft. Der legendäre Valigamanda ist besiegt. Stimmt, der ist jetzt komplett weg. Das hat selbst unser Alterchen nicht zustande gebracht. Ja, wir haben es geschafft. Mit der Kraft der Freundschaft. Das musste sein. Was noch längst nicht heißt, dass wir unseren Vater auch übertrumpft haben. Valigamanda war geschwächt, weil er so lange versiegelt gewesen war. Hätte er Zeit gehabt, sich davon zu erholen, wäre diese Sache anders ausgegangen. Aber er war doch so furchtbar stark. Willst du mir sagen, dass er vor 80 Jahren noch stärker war?
Unser Alterchen ist wirklich unglaublich. Ach, weißt du was? Du aber auch, Wuglamat. Die ist mir jetzt schon ein bisschen ins Herz gewachsen. Du bist lieb. Und außerdem hast du recht. Wir haben uns mächtig ins Zeug gelegt und eine Legende besiegt. Und irgendwann übertreffe ich selbst unser Alterchen. Da bin ich mir sicher. Dieses Ding besiegt zu haben, ist also noch längst kein Wunder. Also dann, kehren wir zu Ehrenwild zurück? Unbedingt. Ich mag ihn ungern noch länger mit Zarilja alleine lassen. Ja. Ja. Wie gesagt, die Wuglamat, die hat sich ja schon sehr weiterentwickelt, ne? Seit dem Anfang, seit Patch 6.5.5. So, jetzt hat sie schon deutlich eine Entwicklung durchgemacht. Und was sagst du? Unser Prinz ist auch nicht schlecht, oder? Ich hab doch gesagt, dass ich mich nicht demütigen lassen würde. Ich hatte ja gehört, dass Prinz Soralja selbst der Dämmerkönig in Kampfeskraft übertreffe. Dieses Gerücht bewerte ich hiermit als wahr. Eine äußerst glückliche Fügung, dass Valigamanda bei seinen letzten allerletzten Erwachen kaum ein Leben gefordert hat. Ich kann es immer noch kaum fassen. Dies war die einzig richtige Entscheidung. Nun wird Toliolal nie wieder von den geflügelten Geißeln heimgesucht werden. So, erledigt. Aber glücklich, wie ihr aussieht, habt ihr es tatsächlich geschafft. Was? Nicht, dass ich je daran gezweifelt hätte. Kaum war Prinz Soralja wieder da, zog er auch schon mit Sarilja von dann. Nach weiterer Kooperation steht ihnen der Sinn ganz offensichtlich nicht. So ist er immer. Vielmehr mache ich mir um Bakul Jaja Sorgen. Er dürfte uns inzwischen weit voraus sein mit all dem Chaos, das er gestiftet hat. Ich kann immer noch nicht fassen, dass er zu solchen Mitteln greifen würde. Hätten wir Valigamanda nicht besiegen können, wäre nicht nur Okopacha in Gefahr gewesen, sondern ganz Tural. Wie viele Leben diese riesige Dummheit gekostet hätte. Das hat ein für alle Mal besiegelt, dass wir Bakul Jaja auf keinen Fall auf den Thron lassen dürfen. Holen wir ihn ein. Yay, die Windätherquelle. Danach müssen wir die Quest hier machen. Tankard will den Yokoi vom Sieg über Valigamanda berichten. Die Yokoi machen sich bestimmt noch große Sorgen um Valigamanda. Wir sollten ihnen schnellstens in Warnung geben. Alfino wartet sicher auch schon auf eure Rückkehr. Da hast du recht. Gehen wir nach Vorlas Echo zurück. Aber es war echt ein schöner Storybeat jetzt, ne? Also muss ich schon sagen, muss ich einfach neidlos auch anerkennen. Das war ein richtig schöner Storybeat. Also... Ja. Auch Wuglamats Reaktion auf den Kill und so. Das war schon... War schon gut. Fällt mir. Kann man machen, wa? Kann man machen. In Wolans Echo müsste es doch auch noch die Prüfung des Siegels geben, oder? Das hatte ich in den Trubel um Valigamanda ganz vergessen. Während wir uns mit Valigamanda balgen mussten, hat Bakul Jaja vermutlich schon die nächste Prüfung bestanden. Alfino hat sich also den Yokoi angenommen, während wir Valigamanda gegenübertraten. Das ehrt ihn. Die Lage im Dorf wirkt entspannter als befürchtet. Alfino hat dabei sicherlich geholfen. Erst steigen wir den ganzen Walker Sommer hoch, dann müssen wir gegen Valigamanda kämpfen. Ich hätte so langsam nichts gegen eine Mütze Schlaf. Willkommen zurück. Ich bin froh, dass ihr alle noch heil seid. Als ich mich auf den Ritus einließ, hätte ich nie gedacht, dass wir es mit einer Gefahr wie Valigamanda zu tun bekommen würden. Sagen wir Gurfolur Bescheid. Bitte, bitte voiced. Sollen wir also zum Schrein? Es ist endlich mal mehr voiced. Endlich! Die ersten 2-3 Level dieses Add-ons waren einfach so wenig voiced und auf einmal so viel. Es ist so gut. Ah, endlich. Das ist nicht nötig. Ihr, die ihr eine Heldentat vollbracht habt.
Seid versichert, dass wir zutiefst beeindruckt sind. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass ihr den legendären Vali Garmanda wahrhaftig besiegen könntet. Eigentlich hätten wir eine gänzlich andere Prüfung abhalten sollen, doch das jüngste Unglück hat jegliche Pläne zunichte gemacht. Was für eine Prüfung wäre es denn gewesen? Die Prüfung des Siegels. Ihr hättet Vali Garmanda mit einem stärkeren Siegel versehen sollen. Ja gut, das ist jetzt nicht mehr nötig. Wie sollen wir also verfahren, hoher Priester? Sei nicht so stur, Surmurwur. Sie haben Vali Garmanda besiegt und damit unzählige Leben gerettet. Es bedarf keiner zusätzlichen Prüfung, um uns sicher zu sein, dass sie Gulul Jajas Erbe würdig sind. Ah, da ist auch der Dritte im Bunde. Erlaubt mir, euch allen den Prüfstein Vali Garmandas zu überreichen, als unanfechtbares Zeichen, dass ihr die Prüfung des Siegels gemeistert habt. Damit haben wir 5 Steine. Fehlen also nur noch 2. Von diesen 5 ist immer noch einer in Bakul Chajas Krallen. Dass er tatsächlich so weit gehen und Vali Garmandas Siegel brechen würde. Ihr habt den Frieden unseres Gebirges zu wahren gewusst. Dafür ist euch die Dankbarkeit der Yokfui gewiss. So werden wir auch weiterhin dafür beten, dass Tuliolal und der neue Dämmerthron in Glanz und Glorie erstrahlen mögen. Soralja ändert sich auch wirklich nie. Es würde mich freuen, wenn ihr irgendwann die Hauptstadt besuchen würdet. Schließlich sollten alle erfahren, welche Wünsche und Hoffnungen ihr von euren Ahnen geerbt habt. Ich werde darüber nachdenken, wenn einer von euch beiden den Thron bestiegen hat. Dann werde ich Nachricht aus dem Palast schicken lassen, wenn es soweit ist. Mit einer offiziellen Einladung. Welch seltener Gast! Vuklamat, richtig? Ihr habt Vali Garmanda also tatsächlich besiegt. Ohne euer Eingreifen hätten wir früher oder später auch Leben der Unseren an den Tural Vidral verloren. Ich hielt meine Schuld bei dir für beglichen. Doch nun hast du mir eine neue aufgelastet. Mit Schuld hat das nichts zu tun. Ich habe einfach nur getan, was ich für richtig hielt. Ganz gleich, wie du es nennst. Eine Schuld ist und bleibt eine Schuld. Und solange sie nicht beglichen ist, wird sie auf mir lasten. Oh, na dann. Aber um was könnte ich dich bitten?
Wie wäre es, wenn wir nach den Träumen über die Stadt aus Gold fragen, die die alten Yokfui hatten? Ah, richtig. Gute Idee, Krille. Danach wollte ich ohnehin fragen. Ah, die Träume von der Stadt aus Gold. Richtig. Dieses Phänomen soll es kurz vor dem Aufbruch Genshak Tural gegeben haben. Wie genau sahen diese Träume denn aus? Ein in den Himmeln erschaffenes Land, das gänzlich in Gold erstrahlt. Es hieß, dass man dort ewiges Leben genieße, niemand je Leid erfahren müsse und man weder Sorge noch Schmerz noch Streit kenne. Überall ragten fantastische Gebäude auf, jedes einzelne gleich einem Palast. Und im Zentrum all dessen stand die Statue einer Göttin, die so gigantisch war, dass selbst wir Yokhui zu ihr aufblicken mussten. Die Statue einer Göttin. Davon höre ich zum ersten Mal. Das zeichnet ein wesentlich klareres Bild als die doch eher schwammigen Gerüchte, die uns bislang zu Ohren gekommen sind. Jene, die diese Träume hatten, verfielen in einen regelrechten Wahn, diese Stadt zu finden. Und viele von ihnen ließen während des Vorstoßes nach Shak Tural ihr Leben. Das sagte auch Vuk Evu. Jene, die nach der Stadt aus Gold suchen, werden nicht lebend wiederkehren. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Weisheit genau diesem historischen Ereignis entsprungen ist. Wer weiß, wo die Wahrheit liegt. Seitdem unsere Vorfahren den Wald verlassen haben, sind auch die goldenen Träumer verschwunden. Oh, was ist mit ihnen geschehen? Soweit ich weiß, träumten in erster Linie jene vom Paradies, die mit den Steinbrüchen in Yagtel zu tun hatten. Doch als die Seuche um sich griff und kaum noch Nachwuchs zur Welt kam, verloren sie an Stärke und mussten sich aus dem Wald zurückziehen. Und seitdem wir Yokhui vollends nach Ulkopacha zurückgekehrt sind, gibt es auch diese Träume nicht mehr. Also hatten nur einige Yokhui in einem ganz bestimmten Gebiet diese geteilten Träume. Was für eine merkwürdige Geschichte. Wir müssen als nächstes auch nach Yagtel. Vielleicht finden wir auf unserem Weg dorthin mehr darüber heraus. Vielen Dank, dass du so viel mit uns geteilt hast. Ich beglich lediglich eine Schuld. Dank ist nicht nötig. Und unsere Wege werden sich auch nicht wieder kreuzen. Lebt wohl. So. Ein in den Himmel erschaffenes Land, das gänzlich in Gold erstrahlt. Sag ja immer noch Matrix. Wenn die Yokhui sagen, dass ihre Vorfahren die Träume vor allem in Yagtel hatten, sind wir der Wahrheit vielleicht näher, als wir glauben. Uns fehlen nur noch 2 Prüfsteine und selbst für die Stadt aus Gold haben wir bereits eine heiße Fährte. Statt das Siegel zu stärken, kann man Valigamanda auch einfach besiegen. Das ist ohnehin viel effizienter. Ich glaube nicht, dass Porlor in nächster Zeit einen spontanen Sinneswandel haben wird, was seine Einstellung zu Toli Yolal betrifft. Was noch lange nicht bedeutet, dass sich an der Lage nichts ändern kann. Das haben wir heute bewiesen, denke ich. Moment, ich lehne noch eben kurz ab, um die hier zu sprechen. Es ist lange her, seit wir Besuch von den Salzgruben erhielten. Was ist zwischen euch bloß vorgefallen? Mir scheint, Porlor hat den Prinzessin einen Platz in seinem Herzen eingeräumt. Es ist, als blicke ich in das Gesicht meines jüngeren Selbst. So. Die Quest machen wir erst später, denn wir haben jetzt Nebenquests zu erledigen und zwar jede Menge, wie ihr seht. 4 Stück hier, dann 5, 6, 7, 8, 9 und 2
Questreihen und eine Questreihe und dann führt die bestimmt wieder zusammen mit der anderen und so weiter. Ihr kennt das ja schon. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.